Viren breiten sich plötzlich aus. Die Grippewelle ist heftiger als erwartet. In einem Atomkraftwerk kommt es zum Super-GAU. Eine Epidemie wird zu spät erkannt. Wenn irgendwo auf der Welt Krankheiten ausbrechen, ist sie gefragt. Die Weltgesundheitsorganisation. Hier koordinieren Krisenstäbe grenzübergreifende Aktivitäten, um Leben zu retten. Hier setzt man Normen und Standards für Gesundheitssysteme. Ihre Erfolge sind unbestritten. Ihre Impfprogramme retten Millionen Menschen das Leben. Sie konnte die Pocken ausrotten und den Nikotinkonsum eindämmen. Doch die WHO steht auch in der Kritik. Das Überleben der Menschheit hängt von dieser Organisation ab. Wir sind darauf angewiesen, dass sie optimal funktioniert. Aber das ist ganz und gar nicht der Fall. Oft fehlen ihr die nötigen Mittel und das Geld. Kritiker werfen der WHO vor, oft zugunsten der Wirtschaft und weniger zum Wohl der Menschheit zu handeln. Epidemien würden schlecht gemanagt. Immer wieder ist von Intransparenz und Missmanagement die Rede. Die Organisation hänge zu sehr von privaten Spendern ab. Außerdem gäbe es fragwürdige Verträge zum Umgang mit Atomkraft. Die WHO, die höchste Autorität in Sachen Gesundheit, sollte völlig unabhängig von dem nuklearen Establishment handeln. Aber das tut sie nicht. Die WHO ist seit Jahrzehnten unterfinanziert. Und ein großes Problem ist, die WHO wird zu einem sehr großen Teil von einem einzigen Menschen finanziert, von Bill Gates. Wenn Sie auf der Straße fragen würden, wie fänden Sie es, wenn die WHO von einer Fluglinie oder von einem Junkfood-Hersteller oder einem ähnlichen Unternehmen finanziert würde? Würden Sie sich sicher fühlen, wenn die WHO so etwas macht? Wahrscheinlich wäre dieser Gedanke für die Menschen schockierend. Aber das ist genau das, was zurzeit passiert. Beeinflussen wirtschaftliche Interessen tatsächlich die Entscheidungen der WHO? Ein aktuelles Beispiel, Glyphosat. Glyphosat ist ein Bestandteil von Unkrautvernichtungsmitteln und wird weltweit eingesetzt. In Europa, aber vor allem hier in Südamerika. Die WHO stufte die Substanz bei ihrer Einführung in den 80er Jahren als für den Menschen ungefährlich ein. La Criolla, ein kleines Dorf im Nordosten Argentiniens. Hier leben die 15-jährige Sophia und ihr Vater. Ihre Mutter atmete während der Schwangerschaft wohl immer wieder Gifte von Unkrautvernichtungsmitteln wie Glyphosat ein, die auf den umliegenden Feldern versprüht wurden. Mediziner vermuten, dass dies der Grund für die Erkrankung des Mädchens sein könnte. Gerichtsfeste Beweise gibt es dafür jedoch nicht. Sophia kam mit schweren Fehlbildungen zur Welt. Sie hatte bis jetzt zum Glück noch nie Probleme mit der Drainage, die ihr zum Atmen eingesetzt wurde. Aber wir wissen, dass die sich jeden Augenblick lösen kann. Sie kann ihre Hände nur schlecht koordinieren und kann daher kaum schreiben. Jetzt mit 15 fängt sie gerade erst damit an. Alles, was die Motorik betrifft, fällt ihr extrem schwer. Sie ist immer auf Hilfe angewiesen. Sophia lebt mit ihrem Vater allein. Ihre Mutter hat die beiden verlassen. Dass die Weltgesundheitsorganisation vor dem Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln wie Glyphosat nicht warnt, hält er für fahrlässig. Ich traue großen Organisationen wie der WHO nicht. Dahinter stecken doch immer wirtschaftliche Interessen. Mir gibt das, was die Weltgesundheitsorganisation sagt, überhaupt keine Sicherheit. Für mich ist das keine Garantie. Kilometer weiter südlich in Mercedes. Wie im Rest des Landes verteilt man Glyphosat auch hier mit dem Flugzeug auf den Feldern. Zu welchen Exzessen der unvorsichtige Umgang mit dem Mittel führen kann, musste Estanislao erleben.
Er war erst 3 Jahre alt, als er Opfer eines solchen Einsatzes wurde. Ich war im Schwimmbad, als ein Flugzeug über mir herflog und mich besprühte. Einige Monate später musste ich dann zum Arzt. Da hat man eine Röntgenaufnahme von mir gemacht. Und dann hat der Arzt gesagt, dass ich sofort ins Krankenhaus soll und da bleiben muss. Ich weiß nicht, was ich für eine Krankheit hatte, aber es war sehr schlimm. Ich habe von meinen Brüdern und meinen Onkeln Blut bekommen. Estanislao wäre fast gestorben. Er hatte Leukämie. Seine Eltern sind sich sicher, dass die Erkrankung eine direkte Folge von dem extremen Kontakt mit Glyphosat war. Beweisen können sie das aber nicht. Estanislao scheint inzwischen gesund zu sein. Glyphosat wird jedoch rings um ihr Haus weiterhin eingesetzt. Unkrautvernichtungsmittel, die Glyphosat enthalten, werden wie Karamellbonbons verkauft. Jeder kann 20, 30 Liter davon erwerben. Jedes landwirtschaftliche Unternehmen kann es einfach kaufen. Niemand fragt dich, was du damit willst. Die WHO hätte die Möglichkeit, auf die Gefahren hinzuweisen oder völkerrechtlich bindende Richtlinien zu Glyphosat vorzuschlagen. Doch das tut sie nicht. Resistencia, eine Stadt im Nordosten Argentiniens. Hier forscht Dr. Horacio Lucero. Der Biochemiker war einer der ersten, der einen Zusammenhang zwischen rätselhaften Erkrankungen und dem giftigen Stoff dokumentierte. Hier habe ich die Daten von den ersten Patienten. Sie kamen hierher ins Labor, um ihr Erbgut überprüfen zu lassen. Ihre Kinder waren mit Fehlbildungen zur Welt gekommen. Die Eltern wollten wissen, ob diese Missbildungen erblich bedingt waren. Damals fiel mir auf, dass all diese Patienten häufig Unkrautvernichtungsmitteln ausgesetzt waren. In vielen Fällen ganz unmittelbar. Sie arbeiteten alle in der Landwirtschaft. Der Wissenschaftler stieß auf immer weitere nicht zu erklärende Erkrankungen. Junge Frauen, die nacheinander mehrere Fehlgeburten erlitten. Kinder, denen die Beine fehlten oder deren Köpfe entstellt waren. Für das fehlende Interesse der WHO hat er eine einfache Erklärung. Diese Art von Organisationen stehen unter starkem Druck der Industrie. Das erklärt vieles. Sie äußern sich öffentlich erst, wenn die Beweise wirklich erdrückend sind und so viele Untersuchungsergebnisse vorliegen, dass sich nichts mehr leugnen lässt. Wenn es also ein Skandal wäre, nichts zu sagen. Glyphosat betrifft nicht nur die Menschen in Südamerika. Auch in Europa setzt man es großflächig ein. Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Berlin. Heike Moldenhauer, die Abteilungsleiterin für Gentechnik, beschäftigt sich seit den 90er Jahren mit Glyphosat. Für sie ist klar, die Entscheidungen der WHO werden von Lobbyisten beeinflusst. Für mich war ein ganz starkes Beispiel über Einfluss der Industrie auf die Weltgesundheitsorganisation das Jahr 1994. Das war 2 Jahre, bevor glyphosatresistente, gentechnisch veränderte Sojabohnen auf den Markt gekommen sind. Und da ist der Grenzwert für zulässige Höchstgehalte, zulässige Rückstände in Sojabohnen um das 200-fache erhöht worden. Und das war ganz entscheidend für die Industrie, weil das bedeutet hat für die Hersteller, vor allen Dingen Monsanto, dass ohne Ende Glyphosat verspritzt werden kann und diese Sojabohnen dann auch mit diesen hohen Rückständen überhaupt vermarktbar sind. Wären die Grenzwerte für die Rückstände in den Sojabohnen damals nicht erhöht worden, hätte Monsanto seine Produkte kaum verkaufen können und viel Geld verloren. Monsanto äußert sich zu den Vorwürfen nicht. Offiziell zahlte der Konzern in den 90er Jahren nur geringfügige Beträge an die WHO.
Auffällig waren in dieser Zeit die Aktivitäten der Lobbyverbände, die die Interessen von Monsanto vertraten. Sie spendeten $90.000, hatten durch ihre Akkreditierung direkten Zugang zur WHO und bewarben sich um einen offiziellen Status. Nachweisen lässt sich eine Einflussnahme nicht. Wie weit Unternehmen Entscheidungen der WHO beeinflussen, können Kritiker oft nur vermuten. Wenn Firmen, die immer ein logisches Interesse an der, am Profit, am Verkauf von Waren haben, mitbestimmen, wie die Politik der WHO aussehen sollte, dann ist hier an dieser Stelle das Einfallstor gegeben. Hier muss gesagt werden, geht nicht. Jetzt kann dieser Einfluss von Firmen auch mittelbar kommen, über Regierungen, die zumal die Interessen von Firmen, die in ihren Ländern beheimatet sind, vertreten. Dass die Politik auf die WHO und ihre Gremien im Sinne der Wirtschaft Druck ausübt, wird im September 2016 klar. Ein US-Kongressabgeordneter prangert die Finanzierung der Krebsagentur durch die nationale Gesundheitsbehörde an. Trotz der Kontroversen, Unstimmigkeiten und Inkonsequenzen erhält die Krebsagentur eine beachtliche Förderung aus Steuergeldern. Der Grund für die Kritik? Die WHO-Krebsagentur hatte im Jahr zuvor Glyphosat als möglicherweise krebserregend eingestuft. In Genf, in der Schweiz, hat die WHO ihren Hauptsitz. 194 Staaten sind Mitglied der UN-Sonderorganisation. Über 7000 Menschen arbeiten weltweit und hier in der Zentrale für sie. Die WHO ist unterfinanziert. In den 70er Jahren bestand ihr Haushalt noch zu 80% aus den Pflichtbeiträgen der Mitgliedstaaten. Über deren Verwendung konnte die WHO frei entscheiden. Die restlichen 20% kamen aus freiwilligen Beiträgen mit Zweckbindung. Heute ist es umgekehrt. Die Mitgliedsländer wollen scheinbar keine starke WHO und haben das frei verfügbare Budget eingefroren. Sie zahlen offenbar lieber freiwillige Beiträge, bei denen sie selber bestimmen können, wie diese eingesetzt werden. Nichtregierungsorganisationen weisen seit langem auf diesen Missstand hin. Pharmakritiker Jörg Schaber sieht durch die Spenden die Unabhängigkeit der WHO bedroht. Das sind freiwillige Zuwendungen, die kommen hauptsächlich von Staaten, aber auch sehr viel von privaten Stiftungen wie der Gates-Stiftung, aber auch von der Pharmaindustrie. Und das finden wir sehr problematisch, weil Staaten, Stiftungen und natürlich erst recht die Pharmaindustrie haben ihre eigene Agenda, verfolgen ihre eigenen Ziele und beeinflussen und manipulieren sozusagen, was für die Weltgesundheit getan wird oder eben auch nicht. Beispiel Schweinegrippe. 2009 rief die WHO die Pandemie aus. Eine umstrittene Entscheidung. Genauso umstritten wie die Medikamente, die damals empfohlen wurden. Nicht nur der Gesundheitsexperte Thomas Gebauer hält eine Reform der WHO für dringend notwendig. Die Schweinegrippe ist für ihn ein Beleg dafür, dass die Entscheidungen in Genf transparenter werden müssen. Im Hintergrund standen, das ist alles nachgewiesen, Menschen, die diese Entscheidung mit beeinflusst haben, mitgetroffen haben, die auf der Gehaltsliste der Industrie stehen. Das ist an der Stelle zumindest ein großes Fragezeichen zu machen, ob nicht diese Interessen an der Stelle reingespielt haben. Und das ist ja auch der Grund, warum die Weltgesundheitsorganisation selbst davon überzeugt ist, darüber nachzudenken, wie sie die Interessen außen vor halten kann. Laut WHO gab es nach der Schweinegrippe eine unabhängige Aufklärung. Man habe vielleicht nicht ganz optimal kommuniziert, es seien aber keine inhaltlichen Fehler gemacht worden. Und tatsächlich versucht man seitdem transparenter zu handeln. Vielen Beobachtern reicht das jedoch nicht aus. Während der Schweinegrippe flossen Milliardenumsätze in die Kassen der Pharmaunternehmen. Und sie profitieren zum Teil nach wie vor von ihr. Oseltamivir, bekannt als Tamiflu, ist eines der Mittel, das damals empfohlen wurde. Noch heute steht es auf der WHO-Liste der notwendigen Medikamente. Der Hersteller Roche gibt an,
Tamiflu sei, rechtzeitig eingenommen, ein wirksames Mittel zur Behandlung und Prävention der Influenza-Infektion. Das würden die Daten belegen. Unter vielen Experten gilt Tamiflu jedoch als wirkungslos. Den Vorwurf, generell anfällig für eine Einflussnahme durch Lobbyisten zu sein, lässt man bei der WHO nicht gelten. Unser Problem ist eigentlich mehr die extrem hohen Erwartungen an die Organisation, als dass wir größere Fehler gemacht hätten. In Sachen Umgang mit Privatsektor haben wir nicht massive Fehler gemacht, sondern sind die Erwartungen so hoch, dass schon der Verdacht, wir könnten einmal einen Fehler gemacht haben, stark diskutiert wird. In Sachen Glyphosat sind die Erwartungen der Öffentlichkeit an die WHO gar nicht so hoch. Viele Menschen fordern einfach eine klare Positionierung. So wie die ehemalige Umweltministerin Corinne Lepage. Sie kämpft seit Jahren gegen die Verwendung von Glyphosat. Verkauft wird es oft unter dem Label Roundup. In Frankreich ist Roundup der größte Verschmutzer der Flüsse. Man findet es in einer sehr großen Menge in Fischen, aber auch im menschlichen Körper. Man hat es sogar im Körper von einigen Abgeordneten des Europäischen Parlaments gefunden. Ich weiß nicht, wie viel höher die Dosis war, als sie überhaupt im Wasser erlaubt ist. Bei einem Urintest von 48 EU-Abgeordneten erreichte die Glyphosat-Konzentration bei manchem Politiker das 25- bis 35-fache des zugelassenen Grenzwertes. Erkrankungen wie in Südamerika gibt es hier zwar nicht, aber Rückstände des Pestizids lassen sich offenbar fast überall nachweisen. In Tierfleisch, in Honig und sogar im Bier. Berlin. Hier befindet sich das Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BFR genannt. Im Auftrag der WHO prüfte die wissenschaftliche Einrichtung im Jahr 2014 den Stoff erneut. Das Ergebnis? Von Glyphosat geht, bei richtiger Anwendung, kein Krebsrisiko aus. Die Beurteilung begründet sich jedoch fast nur auf Herstellerstudien. Es ist nicht untersucht, was so eine Dauerbelastung mit Glyphosat mit Menschen macht. Sondern was untersucht ist im Tierversuch, ist die Gabe von Glyphosat in großen Dosen über einen kurzen Zeitraum. Aber wie Menschen wirklich mit dem Stoff in Berührung kommen, nämlich eher geringe Mengen über einen langen Zeitraum, möglicherweise lebenslänglich, darüber gibt es keine Studien. Und deswegen halte ich auch für fahrlässig, wenn das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt, das ist alles gar kein Problem. Es ist deswegen kein Problem, weil alles im Rahmen der Grenzwerte bleibt und diese Grenzwerte werden nicht überschritten. Grenzwerte suggerieren eine Sicherheit, die es so nicht gibt. Im März 2015 kommt die WHO-Agentur für Krebsforschung dann zu dem Ergebnis, Glyphosat ist wahrscheinlich krebserregend. Kurz darauf gelangte ein weiteres WHO-Gremium zu dem Schluss, das umstrittene Pflanzengift ist unbedenklich. Viele Experten meinen, das Urteil sei beeinflusst worden. Denn zwei führende Mitglieder des WHO-Gremiums arbeiten auch für die Lobbyorganisation ILSI. Wenige Tage nach der Bekanntgabe des Urteils deckt die britische Zeitung The Guardian auf, ILSI habe rund 1 Million US-Dollar von Monsanto und von einem Lobbyverband erhalten. Den Vorwurf der Einflussnahme weist die WHO von sich. Zu Glyphosat will man sich uns gegenüber nicht weiter äußern. Dass die Wirtschaft generell ihre Interessen zu stark durchsetzt, sieht man nicht. Wir können weder alles mit allen machen und haben das nie und werden das nie machen, noch können wir uns von allen isolieren, sondern wir müssen pragmatisch einen Weg finden, wie wir sowohl relevant wie auch gut geschützt sind. Und leider gibt es häufig gewisse Akteure, die uns ins eine oder ins andere Extrem drücken wollen. Doch selbst wenn es der WHO gelingt, sich gegen den Einfluss der Spender zu schützen, das Problem der Unterfinanzierung bleibt. Wozu das führen kann, zeigte sich deutlich während der Ebola-Krise. 2014 brach in Westafrika ein tödliches Virus aus. In Massen starben die Menschen an schweren inneren Blutungen, Fieber und Dehydrierung.
Dr. Tankred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen war damals in Sierra Leone im Einsatz. Nachdem wir im Juni als Organisation gesagt haben, Ebola ist außer Kontrolle, hat es bis August gebraucht, bis auch die Weltgesundheitsorganisation zu der gleichen Erkenntnis kam. Gerade am Anfang gab es Vorwürfe auch der Weltgesundheitsorganisation gegen uns als Organisation, die gesagt haben, wir würden Panikmache betreiben, wir würden hier Alarm schlagen für etwas, was gar nicht so dramatisch ist. Über Monate organisierte Ärzte ohne Grenzen die Nothilfe. Zeitweise waren 4.500 Mitarbeiter im Einsatz. Vermutlich hätten viele Leben gerettet werden können, wenn auch die internationale Gemeinschaft und vor allem die WHO früher reagiert hätten. Mehr als 11.000 Menschen sind an Ebola gestorben. Der Ausbruch wird sich zu keiner großen Epidemie entwickeln. Es ist bekannt, dass wir das gesagt haben. Und wir haben uns dabei geirrt. Wichtig ist es, jetzt zu analysieren, wo lagen wir falsch und warum haben wir falsch gehandelt, um das zu korrigieren. Damit haben wir begonnen. Aber ich möchte noch hinzufügen, wir als WHO haben analysiert, was bei Ebola passierte. Wir haben zugegeben, dass wir Fehler gemacht haben. Wichtig ist für den neuen Katastrophenplan, dass wir aus unseren Fehlern gelernt haben und wissen, was wir besser machen können. Viele Hilfsorganisationen kritisieren die WHO für ihre schlecht funktionierenden Strukturen. Lange Zeit hatten die WHO-Länderrepräsentanten in Afrika die Krise heruntergespielt, aus Angst, die regionale Wirtschaft zu gefährden. Zudem wurden die Ausgaben für die Abteilung, die für Ebola zuständig war, vor dem Ausbruch um die Hälfte reduziert. Das Wichtigste, was wir durch Ebola gelernt haben, ist, die WHO muss in Zukunft schneller eingreifen können. Und das ist die grundlegende Idee bei der Planung des neuen Krisenprogramms. Wir müssen viel schneller reagieren können und operativer sein. Und das unterscheidet sich von den normalen Aufgaben, Normen und Regeln zu erlassen. Aufgaben, in denen die WHO immer gut war. Doch das alles kostet Geld. Seit Jahren fordert Generaldirektorin Margaret Chan eine Erhöhung der festen Mitgliedsbeiträge und eine Reform. Zwar wurden nach der Ebola-Katastrophe die Ausgaben für die Notfallabteilung erhöht, doch die gesamte Finanznot lindert das kaum. Problematisch ist auch die Haltung der Pharmaindustrie. Aus unserer Sicht ist Ebola eigentlich ein sehr markantes Beispiel für auch vernachlässigte Krankheiten, die lange bekannt sind, die aber nicht beforscht werden. Also es gibt keinen Impfstoff, es gibt keine Medikamente gegen Ebola. Es gibt ja mindestens ein Dutzend sogenannter vernachlässigter tropischer Krankheiten. Und das sehen wir, ne? Und das sind auch so prominente Vertreter wie die Tuberkulose dabei, wo seit Jahrzehnten praktisch keine neuen Medikamente entwickelt werden. Und ein wichtiger Grund ist, dass das natürlich oft arme Menschengruppen betrifft, die weit ab von irgendwelchen lukrativen Märkten leben und dort einfach kein Stimulus für die Pharmaindustrie ist, in diesem Bereich zu forschen. Jeden Tag sterben weltweit über 4.900 Menschen an Tuberkulose. Inzwischen betrifft Tuberkulose vermehrt auch wieder den Westen. Der Beitritt der osteuropäischen Staaten hat die Zahl der Fälle in der EU ansteigen lassen. Zudem bringen Flüchtlinge die Krankheit aus ihren Heimatländern zu uns. Die medizinische Klinik Borstel in Schleswig-Holstein. Professor Christoph Lange behandelt heute einen afrikanischen Patienten. Tuberkulose ist eine Armutskrankheit und bricht vermehrt dort aus, wo die hygienischen Bedingungen schlecht sind. Solange in den Herkunftsländern die Gesundheitsvorsorge nicht besser wird, lässt sich die Krankheit schwer besiegen. Natürlich möchten wir gerne die Tuberkulose ausrotten, aber das geht unter den jetzigen Voraussetzungen der Migration nicht. Das heißt, die WHO wäre vielleicht gut beraten, wenn sie weniger Klientel Politik für die reichen Länder machen würde, die weniger das Problem haben und sich zum Beispiel in unserer europäischen Region viel mehr dafür einsetzt, dass die reichen Länder die ärmeren Länder in Osteuropa unterstützen.
Die WHO rief 2014 die End-TB-Kampagne aus. Ein Ziel? Das Auslöschen der Krankheit in den am wenigsten betroffenen reichen Ländern. Experten wie Professor Lange halten dies für falsch. Die WHO solle sich lieber auf die Hilfe für die ärmeren Länder konzentrieren, wo das Problem deutlich größer sei. Ein Interview mit der WHO ist nur per Skype möglich. Dr. Mario Raviglione, Direktor der Tuberkuloseabteilung, kann den Vorwurf nicht nachvollziehen. Dass wir uns mehr um Europa als um Afrika kümmern, ist völlig unlogisch und absurd. Wir kennen die Belastungen durch Tuberkulose ganz genau. Nachdem Tuberkulose auf dem wichtigen Pharmamarkt Europa wieder zum Thema geworden ist, gibt es jetzt zwei neue Medikamente, Bedaquilin und Delamanid. Die WHO hat beide Wirkstoffe sehr schnell auf die Liste der unentbehrlichen Medikamente aufgenommen. Die Einnahme sollte jedoch unter strenger Kontrolle erfolgen. Jörg Schaber hält die Empfehlung der WHO für voreilig. Bei Bedaquilin ist in der entscheidenden Studie, die für die Zulassung gemacht worden ist, das Ergebnis so gewesen, dass zwar mehr Patienten keine nachweisbare TB mehr hatten, aber in dem Untersuchungsarm, wo die Patienten dieses Medikament bekommen haben, deutlich mehr Leute gestorben sind, als die dieses Medikament nicht bekommen haben. Auch bei Delanamid weiß man noch nicht genau, ob das den Patienten wirklich Vorteile bringt, also ob mehr überleben, die dieses Medikament bekommen. Auch der Hersteller von Bedaquilin weist auf die erhöhten Todesraten in der Studiengruppe hin. Man solle das Medikament nur nehmen, wenn nichts anderes mehr hilft und unter strenger Kontrolle. Der Hersteller von Delamanid wirbt damit, dass das Medikament richtig angewandt die Todesrate senken würde. Empfiehlt die WHO zwei Medikamente, deren Wirksamkeit zweifelhaft ist? Direktor Raviglione hält es für richtig, die Präparate einzusetzen. Es gäbe keine Alternative. Die Chancen, nach 6 Monaten geheilt zu sein, waren mit den Medikamenten viel höher. Ich habe jetzt keine Daten hier, aber sie lagen bei ungefähr 20%. Daher schien es uns, auch in Anbetracht der Bedeutung von TB für die öffentliche Gesundheit, wichtig, dieses neue Mittel einzuführen. Unter bestimmten Bedingungen. Der Antrag, Bedaquilin auf die WHO-Liste zu setzen, wurde von Direktor Raviglione unterstützt. Eines seiner Argumente? Der Hersteller von Bedaquilin hat das Medikament im Wert von 30 Millionen US-Dollar gespendet. Man könne es daher noch mehr Menschen zur Verfügung stellen. Kurz nach der Einführung gab es Probleme mit Bedaquilin und Delamanid. Es bildete sich eine erste Resistenz. Der Fall wurde 2015 in 2 renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht. Dass es eine Resistenz gegenüber Bedaquilin und Delamanid gibt, höre ich das erste Mal von Ihnen. Die Menschen, die so etwas sagen, reden über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Kurz nach dem Interview eine überraschende Kehrtwende. Nachdem wir Direktor Raviglione die Artikel geschickt haben, teilt er mit: Es gibt keinen Grund, an den Ergebnissen der deutschen und Schweizer Labore, so wie in den Artikeln dargestellt, zu zweifeln. Man hat keine anderen Mittel gegen resistente Tuberkulose. Doch ist eine unabhängige Entscheidung möglich, wenn ein Pharmaunternehmen erst Medikamente im Wert von 30 Millionen spendet und dann die Stiftung des Unternehmens noch einmal Sachspenden im Wert von knapp 10 Millionen US-Dollar leistet? Solange die WHO von Zahlungen von Privaten abhängig ist und freiwilligen Beiträgen und am schlimmsten natürlich Zahlungen der Pharmaindustrie, hat sie Schwierigkeiten, sich klar zu positionieren und entschieden zu handeln. Aber genau das wäre so dringend notwendig, weil es gibt zu viel Krankheit auf der Welt und vermeidbare Krankheit. Also umso wichtiger wäre es eigentlich, unabhängig zu sein. Die Queen Mary Universität in London. Hier forscht der Mediziner David McCoy.
Als Arzt arbeitete er 15 Jahre lang vor allem in Südafrika und gilt als Experte des öffentlichen Gesundheitswesens. Seit ein paar Jahren wird die WHO immer weniger von der Weltgesundheitsversammlung und den Regierungen kontrolliert, die ja eigentlich für sie verantwortlich sind, sondern von einer Handvoll privater Spender. Einer der Spender ist die Gates-Stiftung. Seit 2000 engagieren sich Bill Gates und seine Frau mit einer der größten Privatstiftungen der Welt für das Gemeinwohl. Die Bill und Melinda Gates Foundation spendete allein an die WHO seit Ende der 90er Jahre über 2 Milliarden US-Dollar. Die Stiftung ist weltweit in der Behandlung und Bekämpfung von Krankheiten aktiv. Sie investiert in medizinische Versorgung und kämpft gegen die Unterernährung von Kindern. Vorrang hat für sie die Ausrottung des Poliovirus und die Versorgung möglichst vieler Menschen mit Impfungen und Medikamenten. Ja. 2010 regte Bill Gates das Jahrzehnt der Impfungen an. Die WHO folgte. Ein Jahr später durfte er dieses Ziel dann vor der Weltgesundheitsversammlung stolz verkünden. Das Video davon kursiert bis heute im Netz. Ende des Jahrzehnts wird jedes Land sicherstellen können, dass alle Kinder geimpft werden. Bereits 1999 initiierte Bill Gates mit einer Spende von 750 Millionen US-Dollar die Gründung der Impfallianz Gavi. Eine öffentlich-private Partnerschaft, an der unter anderem die WHO, UNICEF, die Gates Foundation und die Pharmaindustrie beteiligt sind. Das Ziel? Kinder in Entwicklungsländern zu impfen und Infektionskrankheiten zu bekämpfen. Nach den USA, der Gates Foundation und Großbritannien ist Gavi der viertgrößte freiwillige Spender der WHO. 4 Milliarden Dollar flossen allein über die Gates-Stiftung an die Allianz und damit auch an die WHO. Im Vorstand von Gavi sitzen auch zwei Geschäftsführer großer Pharmaunternehmen. Die Industrie hat jetzt schon so viel Macht. Und ihr Ziel ist und war es immer, die Macht der WHO zu untergraben. Sie wollen mit am Tisch sitzen, wenn die WHO Entscheidungen trifft. Und ihr größtes Bestreben ist es, dort als Partner angesehen zu werden. Den Vorwurf, die Industrie würde ihre Interessen zu sehr durchsetzen, sieht man weder bei Gavi noch bei der WHO. Entscheidungen seien transparent, man treffe sie unabhängig. Abuja im Sommer 2016. Auf dem Internationalen Polio-Kongress will man über neue Strategien für Nigeria entscheiden. 1988 startete die WHO ein Programm zur Ausrottung der Kinderlähmung. Damals gab es weltweit 350.000 Erkrankte. 2015 waren es nur noch 74. Ein großer Erfolg. Alle Krankheiten, egal ob Malaria, Polio, Masern oder AIDS, erfordern eine medizinische Lösung, einen technischen Ansatz, um sie zu bekämpfen oder um zu verhindern, dass sie überhaupt entstehen. Aber es ist genauso wichtig zu erkennen, dass alle diese Krankheiten ihre Wurzeln in den sozialen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen der Menschen haben. Zwei Drittel aller Nigerianer leben in extremer Armut. Rund 35% haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Viele Menschen sterben an Infektionskrankheiten. Die WHO muss sich hier um vieles kümmern. Wie wichtig eine bessere Gesundheitsfürsorge in Nigeria wäre, zeigt sich im Krankenhaus in Bori, einer Stadt im Niger-Delta. Hier fehlt es an allem. Der OP-Saal, die ganze Klinik müsste komplett renoviert werden. Dr. Paul Biralo leitet die Klinik. Er arbeitet rund um die Uhr, doch das reicht nicht.
Hier sterben sehr viele Menschen. Das ist eine Folge der Armut und der zerstörten Lebensbedingungen. Es gibt hier viele Hautkrankheiten, die sich in jeder Form zeigen. Es gibt Probleme mit dem Magen und dem Darm. Und vor allem gibt es Unterernährung. Die meisten Kinder sterben an Unterernährung, weil ihre Eltern arm sind. Jeden Tag bietet das von der WHO betreute Gesundheitszentrum in der Hauptstadt Abuja Impfungen für Kinder an. Die WHO hat sich verpflichtet, mehrere nachhaltige Ziele zu verfolgen. Trotzdem fließt zurzeit mehr Geld in die Polio-Kampagnen als in den Aufbau der medizinischen Infrastruktur. Das liegt vor allem daran, dass die Gates-Stiftung über die Hälfte ihres Geldes für die Polio-Bekämpfung spendet. Eine Folge: die Schwerpunkte der WHO verschieben sich. Der Fokus der Polio-Kampagne liegt tatsächlich darauf, das Virus auszurotten. Er liegt nicht darauf, ein Gesundheitssystem aufzubauen. Dennoch würde ich sagen, dass die Mitarbeiter viel zu den Immunisierungen und den allgemeinen Gesundheitszielen beitragen. Aber der Schwerpunkt liegt nicht darauf, eine Gesundheitsstruktur aufzubauen. Das ist wahr. Die Konzentration auf Impfkampagnen lässt weniger Mittel für andere Maßnahmen übrig. Mit sauberem Wasser und ausreichender Nahrung könnte man, so meinen Kritiker, langfristig mehr Leben retten. Nach außen geben sich die Gates offen und liberal. Doch gegenüber kritischen Journalisten ist man zugeknöpft. Über Monate versuchen wir, ein Interview zu bekommen. Nach zahlreichen Anfragen dann das Angebot für ein Skype-Interview. Die Kritik, die Stiftung fokussiere sich zu sehr auf Impfkampagnen, kennt man. Wir versuchen stets, die wirksamsten Maßnahmen zu ergreifen. Ich glaube, in dieser Hinsicht sind Impfungen nicht zu schlagen. Normalerweise impft man ein Kind ein paar Mal und dann ist es meist ein Leben lang geschützt. Im Vergleich zu den Kosten, die eine Krankheit verursacht, sind Impfungen sehr günstig. Ihr Nutzen ist einfach nicht zu überbieten. Es gibt natürlich auch noch viele andere Dinge, die getan werden müssen. Aber selbst wir als sehr große Stiftung können nicht alles machen. Wir investieren in viele Bereiche, besonders in die Gesundheit, aber auch in die wirtschaftliche Entwicklung, in Wasser und in Hygiene. Doch diese Maßnahmen scheinen wenig zu greifen. Jeden Tag sterben weltweit über 2000 Kinder an Durchfall. Oft verursacht durch fehlende Hygiene. Kritiker meinen, man konzentriere sich zu sehr auf einzelne Krankheiten, gegen die man Medikamente nehmen oder impfen kann. Wie sehr die Gesundheit der Menschen von ihrer Lebenssituation abhängt, sieht man im Niger-Delta. Seit den 60er Jahren fördern hier internationale, aber auch nigerianische Konzerne Öl. Das Abfackeln des für die Konzerne nutzlosen Erdgases hat fatale Folgen. Durch den giftigen Ölregen erkranken viele Menschen. Ihre Ernten werden zerstört. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen stellte 2011 fest, nur eine gigantische Ölsäuberungsaktion könne das Gebiet wieder zum Leben erwecken. Das Dorf Kana am Mündungsdelta des Niger. Weiße kommen selten hierher. Und wenn, dann meist nur, um am Öl zu verdienen. Jeder Besuch löst dennoch die Hoffnung aus, dass endlich etwas getan wird. Wir haben nichts. Wir leiden. Das Öl vergiftet das Wasser. Wenn man es trinkt, wird man krank. Hier sind viele krank. Ich musste viele Menschen beerdigen. Von einer Weltgesundheitsorganisation oder von der Bill und Melinda Gates Stiftung hat in Kana noch niemand etwas gehört. Die Bewohner des Niger-Deltas lebten lange von Fischfang und Landwirtschaft. Für sie steht fest, dass die Ölförderung auch ihre Lebensgrundlage zerstört hat. Fast das ganze Dorf macht sich heute auf den Weg, um die Verschmutzung der Region zu zeigen.
Precious Malou war selbst Fischer. Heute ist er Sprecher des Dorfes. Dieser Fluss hier ist mit unseren Trinkwasserquellen verbunden. Er verunreinigt unser Wasser. Wir müssen es trinken, weil wir keine andere Versorgung haben. So gelangt dieses vergiftete Wasser in unsere Körper. In der Regenzeit wird das meiste Öl weggeschwemmt. Doch auch jetzt noch kann man die Spuren erkennen. Das ist Öl. Dr. Rui Miguel Vaz leitet die nigerianische Vertretung der WHO. Die durch das Öl verursachten gesundheitlichen Probleme im Niger-Delta zu lösen, sprengt seine Möglichkeiten. Dies sei Aufgabe der nigerianischen Regierung. Mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, können wir nicht alles machen. Wir müssen Prioritäten setzen. Unsere Aufgabe sah vor, hier Polio zu reduzieren. Das größte Problem vieler Menschen im Delta ist es, nicht zu verhungern. Durch das Öl sterben die Fische, die Krabben verenden. Einige Pipelines haben Lecks und verunreinigen so die Region. Die Ölkonzerne geben an, dass die Verschmutzung vor allem durch Sabotage oder Diebstahl zustande käme. Man würde den Schaden dennoch beseitigen oder habe dies schon getan. Amnesty International und die Bewohner der Region meinen, dass das nicht stimmt. Wir wissen nicht, was aus uns werden soll. Wir, die noch leben, was wird morgen aus uns? Wir sind auf die Gnade Gottes angewiesen und auf irgendeinen Wohltäter, der unsere Geschichte vielleicht hört. Die Gates-Stiftung könnte so ein Wohltäter sein. Doch man setzt andere Prioritäten. Bei den Bewohnern von Kana kommt Hilfe kaum an. Wir haben aus der Geschichte gelernt, dass die Gesundheit der Menschen vor allem von sozialem Fortschritt, dem Ausbau der Demokratie und von einer wirtschaftlichen Gleichstellung profitiert hat. Was die Gesundheit der Menschen weltweit wirklich verbessern könnte, wäre ganz einfach eine Umverteilung von Reichtum. Daran scheint der Gates Foundation nicht gelegen zu sein. Im Gegenteil, sie verdient ihr Geld auch mit Unternehmen, die in der Kritik stehen, die Lebensbedingungen vieler Menschen zu verschlechtern. In seiner Steuererklärung muss der Trust der Stiftung auflisten, wie er sein Geld anlegt. Bill und Melinda Gates sind die Treuhänder dieser Vermögensverwaltung. Der Politikwissenschaftler Thomas Küchenmeister hat sich die Investitionen genauer angeschaut. Wir haben große Unternehmen, die für CO2-Emissionen verantwortlich sind. Große Ölproduzenten wie zum Beispiel BP. Wir haben Shell, alles Unternehmen, die auf verschiedenen Ebenen in die Kritik geraten sind. Shell ist einer der Konzerne, dem vorgeworfen wird, das Niger-Delta zerstört zu haben. Nach einer außergerichtlichen Einigung zahlte das Unternehmen 70 Millionen Euro Schadensersatz. Einen Prozess hat Shell verloren. Der Konzern ging in Berufung. Nun wird neu verhandelt. Das heißt also, wenn die Gates-Stiftung sich nachhaltige Richtlinien geben würde, dürfte sie in solche Unternehmen eigentlich gar nicht investieren. Aber wahrscheinlich zählt nur der Profit und nicht die Sorge um Umwelt und Mensch. Auch bei der WHO ist man sich bewusst, dass die Geschäfte mancher Geldgeber in klarem Widerspruch zu den eigenen Richtlinien stehen. Doch damit gehe man pragmatisch um. Pragmatisch heißt, dass man mit vielen, nicht mit allen, sprich nicht mit Tabak oder Waffenindustrie, aber mit vielen Umgang hat, dass man aber nicht alles mit allen macht. Also wir werden von der Alkoholindustrie kein Geld nehmen. Und dass man sehr gut dokumentiert und mit einem guten Prozess intern sicherstellt, dass man dort, wo mögliche Interessenskonflikte zu ungerechtfertigtem Einfluss führen könnten, das auch sicher verhindern kann.
Die WHO nimmt zwar nicht direkt Geld von der Waffen- oder Alkoholindustrie, aber indirekt durchaus. Man findet viele Investments auch in Alkohol, zum Beispiel in die Firma Anheuser-Busch oder Heineken. Und dieses Geld dient dann zur Finanzierung der WHO. Das heißt also, sie bekommt Geld von denjenigen, vor dessen Produkten sie warnt. Das ist schon ein Widerspruch, der eigentlich gar nicht mehr aufzulösen ist. Es ist eine Reihe von problematischen Unternehmen, die wir gefunden haben im Portfolio der Gates-Stiftung. Wir haben sehr viele Waffenhersteller, also quasi das Who is Who der Top-Waffenhersteller dieser Welt. Der Gates Foundation Trust hält Anteile an Airbus. Auf seiner Homepage bewirbt das Unternehmen Kampfjets. Airbus ist über eine Tochtergesellschaft in die Herstellung von Atomwaffen involviert. Auch in Boeing hat die Stiftung investiert. In Internet-Werbefilmen zeigt der Flugzeughersteller, dass er neben Passagiermaschinen F-15 Kampfflugzeuge baut. Die F-15 Maschinen von Boeing, die werden auch nach Saudi-Arabien geliefert. Und Saudi-Arabien setzt diese Flugzeuge im Jemen ein, im aktuellen Konflikt. Und mit diesen Flugzeugen werden auch Streubomben abgeworfen, völkerrechtlich verbotene Streubomben. Zwar sind die Kapitalanlagen in Kampfflugzeuge, Öl und Alkohol im Vergleich zu anderen Investments gering. Für Kritiker wie Thomas Küchenmeister ändert das jedoch nichts an dem grundsätzlichen Widerspruch. Die Gates-Stiftung gibt an, Geld nur in Unternehmen anzulegen, die nicht egregious, also nicht ungeheuerlich seien, wie Tabak oder Investitionen im Sudan. Zudem würden die Investitionen völlig unabhängig, nämlich von dem Trust gemanagt. Doch lässt sich das so trennen? Es gibt zwei voneinander unabhängige Einheiten. Die eine ist die Bill und Melinda Gates Foundation, die Wohltätigkeitsstiftung, wo ich die weltweite Entwicklung leite. Und es gibt eine separate Organisation, der Bill und Melinda Gates Trust. Ich habe keinen Einblick in deren Investitionen und ich bin an ihren Entscheidungen nicht beteiligt. Ich bin wirklich nicht in der Position, für sie zu sprechen. Wir fragen nach dem Interview noch einmal nach. Warum investiert der Trust in Waffenhersteller und Ölunternehmen? Doch wir bekommen keine Antwort. Auch bei der WHO bitten wir um Stellungnahme. Schriftlich teilt man uns mit, es erfolge immer eine Risikobeurteilung, um unzulängliche Einflussnahme zu verhindern. Eine Finanzierung aus den Mitteln der Gates Foundation sei nicht problematisch. Im Januar 2016 treffen sich in Genf mehr als 30 Nichtregierungsorganisationen aus aller Welt. Sie fordern mehr Transparenz und Unabhängigkeit der WHO. Ihre Befürchtung? Der Einfluss aus der Industrie könnte in Zukunft noch stärker werden. Wenn Bill Gates morgen sagen würde, würde er lieber Bildung unterstützen oder vielleicht ganz was anderes, Umweltschutz betreiben, auch gute Sachen, dann würde die WHO in sich zusammenbrechen. Diese Entscheidungskompetenz obliegt bei einem einzigen Menschen inzwischen. Und das ist Ausdruck von feudalen Strukturen. Das müssen wir uns als demokratisch gesinnte Gesellschaft klar machen, welche Prozesse wir inzwischen zugelassen haben. Tarek Jasarevich ist Pressesprecher der WHO. Er sieht kein Problem darin, dass die Gates-Stiftung viel Geld spendet. Auch die Vermutung, WHO-Mitarbeiter würden auf der Gehaltsliste der Stiftung stehen, hält er für unberechtigt. Ich glaube nicht, dass wir jemanden haben, der von einer Stiftung beigestellt wurde. Ab einer bestimmten Führungsebene müssen alle Mitarbeiter eine Erklärung ihrer Interessenskonflikte abgeben. KM Gopakumar hat Belege dafür, dass die Behauptung des Pressesprechers nicht stimmt. Seit einiger Zeit liegt ihm ein interner Mailverkehr vor, aus dem hervorgeht, dass ein WHO-Mitarbeiter in gehobener Position direkt von der Gates-Stiftung bezahlt wird. Man spendet nicht nur einfach Geld, sondern man platziert auch Mitarbeiter. Das ist sehr beunruhigend, denn das kann bedeuten, dass die WHO von ihren Geldgebern gesteuert wird. Nicht nur dadurch, dass sie Geld bekommt, sondern auch dadurch, dass sie deren Personal übernimmt und ihnen erlaubt, das Programm zu managen. Wir fragen nach diesem Statement noch einmal schriftlich bei der WHO nach.
Der Pressesprecher relativiert seine Aussage. Er sei bei dem Interview auf die Frage nicht vorbereitet gewesen und es gebe durchaus Dutzende von Beistellungen von Nichtregierungsorganisationen, akademischen Institutionen und Stiftungen. James Love ist in der Genfer Politik gut vernetzt und verfügt über viel Insiderwissen. Die Entwicklung der WHO betrachtet auch der Amerikaner skeptisch. Wenn ein privater Stifter mehr Geld gibt als Deutschland, mehr als England und mehr als die USA, kann man davon ausgehen, dass er Einfluss hat. Es ist naiv zu denken, dass das nicht so wäre. Die meisten verstehen nicht, was das bedeutet und welche Ziele die Gates Foundation hat. Man muss sich klar machen, dass die Gates-Leute nicht einfach so völlig unbedacht daherkommen. Sie haben einen genauen Plan von dem, was sie tun wollen. Der Sprecher der Gates-Stiftung kann die Kritik nicht nachvollziehen. Wir betrachten uns als Partner der Weltgesundheitsorganisation. Wir erkennen an, dass die WHO auf der Weltgesundheitsversammlung von den Mitgliedsländern regiert wird. Wir versuchen, unsere Unterstützung nach dem Budget auszurichten, das auf der Versammlung alle 2 Jahre verabschiedet wird. In der Generalversammlung legt die WHO ihre Ziele und Strategien fest. Ein wichtiger Punkt der letzten Sitzung im Mai 2016: der Schutz vor Interessenskonflikten und unangemessener Einflussnahme. Wie sehr Industrie, Stiftungen und WHO miteinander verwoben sind, zeigt auch ein Blick auf das Personal der Gates Foundation. Laut Nichtregierungsorganisation AgraWatch waren gleich mehrere führende Mitarbeiter vorher für den Glyphosat-Hersteller Monsanto tätig. Und auch mit der Pharmaindustrie ist man verbunden. Aus der Steuererklärung 2014 gehen die Investitionen in Pharmaunternehmen klar hervor. Die WHO akzeptiert Geld von einer Stiftung, deren Finanzen von dem Erfolg der Lebensmittel- und der Pharmaindustrie abhängt. Eine Stiftung, die ein finanzielles Interesse daran hat, die WHO von Einschränkungen abzuhalten, die Industrie betreffen könnten und der daran gelegen ist, dass die WHO Medikamente bewirbt. Immer wieder sieht sich die WHO solch starken Vorwürfen ausgesetzt. Und das betrifft nicht nur den Bereich der Wirtschaft, auch die Einflussnahme einzelner Mitgliedsländer wird kritisiert. Deutlich zeigt sich dies bei der Positionierung der WHO zum Thema Uranmunition und Atomkraft. Uranabgereicherte Waffen, sogenannte DU-Waffen, sind Abfallprodukte der Atomindustrie. Sie werden zum Zerstören von Panzern eingesetzt, wie zum Beispiel im Irakkrieg und auf dem Balkan. Dr. Alex Rosen, Sprecher der Ärzteorganisation gegen Atomkraft, hat sich mit den Gefahren beschäftigt. Uran ist ein Schwermetall, ist deswegen toxisch, ist ein Gift für den ganzen Körper, vor allem für die Nieren und ist auch ein krebserregender Stoff, auch ein Stoff, der zu Fehlbildung, Missbildung führen kann, wenn Schwangere mit ihm in Kontakt kommen. Eine hohe Gefahr geht von den liegen gebliebenen Panzern aus. Durch den Kontakt mit radioaktiven Partikeln können Lymphdrüsenkrebs, Leukämie und andere Krebserkrankungen entstehen. Im Irak kommen seit Jahren immer mehr missgebildete Babys zur Welt. Wissenschaftler vermuten einen Zusammenhang mit der Uranmunition. Kosovo, mitten in Europa. 17 Jahre sind seit dem Balkankrieg vergangen. Über 10 Tonnen Uranmunition wurden hier von der NATO verschossen. Das war lange nicht bekannt. Als kurz nach Kriegsbeginn viele italienische Soldaten erkrankten und starben, gestand die NATO die Nutzung uranhaltiger Munition ein. Sie sei bei entsprechender Handhabung ungefährlich. Auch die WHO gab zum größten Teil Entwarnung.
Gesunde Mitarbeiter können in DU-Einsatzgebiete geschickt werden, ohne Angst vor gesundheitlichen Folgen durch abgereichertes Uran haben zu müssen. Zwar erkennt die WHO an, dass Uran die Gesundheit schädigen kann. Eine krebserregende Wirkung durch die Radioaktivität von DU-Munition sieht sie jedoch nicht. Sie stützt sich auf die Aussagen anderer UN-Organisationen. Kritische Wissenschaftler halten dies für falsch. So wie Keith Beaverstock. Wir treffen ihn in Berlin auf einem atomkritischen Kongress. Der Wissenschaftler leitete über 10 Jahre das Strahlenschutzprogramm der WHO. Heute klärt er über die Gefahren von Radioaktivität auf. Er ist sicher, der Kontakt mit abgereichertem Uran kann sich auf das Erbgut auswirken. Niemand hatte in Betracht gezogen, ob es genotoxisch ist, ob es die DNA schädigt und so Krebs, Geburtsfehler oder ähnliche Krankheiten verursacht. Diese Frage musste einfach geklärt werden. So entschied ich mich, mit ein paar Kollegen eine Studie dazu zu machen. Die WHO weigerte sich, sie zu veröffentlichen. Darüber war ich natürlich sehr unglücklich, aber ich konnte nichts machen. Keith Beaverstock konnte mit seiner Studie die krebserregende Wirkung von DU-Waffen belegen. Die WHO erkennt seine Forschungsergebnisse nach wie vor nicht an. Hier sind unabhängige wissenschaftliche Studien dringend notwendig. Unsere Kolleginnen in Serbien und im Kosovo berichten uns regelmäßig über deutlich angestiegene Fallzahlen von Krebs und anderen strahlenbedingten Erkrankungen in den betroffenen Gebieten. Auch französische Soldaten erkrankten nach ihrem Einsatz im Kosovo. Wie der Sohn von Alain Acariès. Mit der Arbeit im Garten versuchte er, die Trauer über dessen Tod zu bewältigen. Doch es drängt den Rentner immer wieder zurück an seinen Schreibtisch. Zu den zahlreichen Dokumenten, die er seit Jahren über die Wirkung uranabgereicherter Waffen sammelt. Man sprach damals nicht über uranabgereicherte Waffen. Es gab keine Auskünfte. Ich dachte, das sei Fügung, Schicksal, so etwas passiert. Aber dann, Anfang 2000, berichteten Fernsehen und Zeitungen, dass DU-abgereicherte Munition im Golfkrieg benutzt worden sei. Das ließ mich nicht mehr los. Und so begann ich nach und nach mit meiner Recherche, meiner Suche nach Dokumenten, die eventuell den Tod meines Sohnes erklären könnten. Ludovic wurde von der französischen Armee auf den Balkan geschickt. Alain fand heraus, dass der LKW, den sein Sohn fuhr, kurz vorher im Einsatz im Irak war. Er vermutet, dass der Lastwagen dort radioaktiv verseucht wurde und sein Sohn deswegen erkrankte. Beweisen kann er den Zusammenhang nicht. Das Verteidigungsministerium schließt aus, dass Ludovic durch radioaktive Strahlung erkrankte. Zurück in Frankreich stellten Ärzte bei Ludovic Krebs fest. Sie haben ihn in ein künstliches Koma versetzt, um sofort mit der Chemotherapie zu beginnen. Sonst wäre er direkt gestorben. Nach einem Monat im Koma nach der ersten Chemo ging es ihm ein wenig besser. Aber er wog nur noch 35 Kilo, zwischen 35 und 38 Kilo. Und das bei einer Körpergröße von 1,70 Meter. Das war ein grauenhaftes Bild. So wie bei der Befreiung der Konzentrationslager. Er war ein Skelett, er konnte nicht mal mehr stehen. Ludovic stirbt mit 27 Jahren. Auch in der italienischen Armee kommt es zu unerklärlichen Todesfällen. Salvatore Vacca ist der Erste, der an Leukämie stirbt. Genauso ergeht es Valerie Melis,
Fabio Maniscalco und Luca Sepe. Das italienische Verteidigungsministerium billigte insgesamt Entschädigungen in Höhe von 30 Millionen Euro. Laut der Nichtregierungsorganisation Osservatorio Militare sind inzwischen mehr als 320 italienische Soldaten an den Folgen von DU-Munition gestorben. Deutsche Truppen waren ebenfalls auf dem Balkan stationiert. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums seien keine Bundeswehrsoldaten durch DU-Waffen zu Schaden gekommen. Alain klagt inzwischen gegen die NATO. Die Hoffnung, dass die WHO Position bezieht, hat er aufgegeben. Die WHO ist nicht unabhängig. Sie kann Verantwortliche nicht einfach so entlassen. Sogar die WHO, die doch die Weltgesundheitsorganisation ist, deren Aufgabe es ist, sich um die Gesundheit der Weltbevölkerung zu kümmern, kann nicht frei sagen, was sie möchte oder was sie sagen müsste. Die WHO stellte einen Zusammenhang zwischen dem Tod von Soldaten und dem Einsatz von DU-Waffen zuletzt bei der UN-Vollversammlung 2008 in Frage. Eine damals angekündigte neue Studie wurde bislang nicht veröffentlicht. Dr. Nebojša Sribeljak leitet die kardiologische Abteilung im Krankenhaus Mitrovica. Er arbeitete hier auch schon vor dem Krieg. Nach Ende des Krieges stellten wir einen alarmierenden Anstieg der Todesfälle durch Lungenkrebs fest. Wissenschaftlich interessant war für uns, dass die Patienten viel jünger waren als vor dem Krieg. Davor waren sie zu Beginn der Erkrankung normalerweise älter. Das war für uns der Auslöser, um weitere Untersuchungen durchzuführen. Durch die Analyse der Ergebnisse haben wir dann herausgefunden, dass sich die Mehrheit der Patienten vor ihrer Erkrankung vor allem in den kontaminierten Gebieten aufgehalten hatte. Der Mediziner stellte in der Umgebung von Mitrovica seit 1990 eine Verdopplung der Krebsrate fest. Andere Wissenschaftler halten die Studien für nicht aussagekräftig genug. Als wir die erste Studie veröffentlicht haben, hatten wir mit der WHO Kontakt. Wir haben uns Hilfe bei den Untersuchungen versprochen. Damals habe ich vorgeschlagen, dass die WHO als eine sehr mächtige Organisation versucht, dieses Problem zu lösen. Das endete mit Versprechungen. Eine richtige Antwort habe ich nicht bekommen. 500 Kilometer nördlich in Bosnien. Auch hier wurde DU-Munition eingesetzt, wenn auch deutlich weniger als im Kosovo. Während des Bombardements stand die Waffenfabrik in Hajici in der Nähe von Sarajevo unter Beschuss mit DU-Munition. Zijad Fazlagic leitete damals das Unternehmen. Wir hatten keine Ahnung davon, dass während der NATO-Angriffe uranhaltige Munition benutzt wurde. Bei den Aufräumarbeiten haben die Leute sogar damit gespielt. Es funkelte so schön, wenn sie die Munition umherwarfen. Einige Arbeiter erkrankten in der darauffolgenden Zeit sehr schwer. Sie starben schon bald. Unter anderem sind sie an Lungenkrebs gestorben. Offiziell gilt das Gelände als dekontaminiert. Doch Augenzeugen berichten, dass nur oberflächlich geräumt wurde. Dort, wo Radioaktivität messbar war, schüttete man einfach Beton drauf, bis sich die Strahlung nicht mehr nachweisen ließ. Viele Geschosse blieben im Boden. Ich mache mir natürlich Sorgen, dass Reste des Urans in die Erde und in das Grundwasser gelangen, dass zum Beispiel Tiere es über die Nahrung aufnehmen. Die Angst ist hier immer anwesend. Man macht sich ständig Gedanken, ob man selber auch verstrahlt ist. Die Wirkung von im Boden verbliebener DU-Munition ist umstritten und auch, ob sie überhaupt in den Nahrungsmittelkreislauf gelangt.
Man könnte das klären, doch die internationale Gemeinschaft unternimmt scheinbar nichts, um die Hinweise zu untersuchen. Wir haben einen Termin in der WHO-Vertretung in Sarajevo. Zu den gesundheitlichen Folgen von DU-Waffen möchte man sich nicht äußern und verweist auf die nationale Politik. Ich habe keine richtige Information darüber. Daher kann ich Ihnen auch nicht viel dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass es ein Problem ist, das die Regierung sehr ernst nimmt und dass die Verantwortlichen sich bemühen, die Region zu dekontaminieren. Sie werden dabei von der internationalen Gemeinschaft unterstützt. Die Menschen nehmen die gesperrten Bereiche als Bedrohung wahr. Jedes Jahr gibt es auch Minenopfer. Aber die Frage nach dem Uran, da bin ich überfragt. Der Länderrepräsentant folgt der offiziellen Linie der WHO. DU ist ein Thema, zu dem man offensichtlich ungern und einseitig Stellung bezieht. In der UN-Generalversammlung wird alle zwei Jahre ein Beschluss über die Ächtung von Uranwaffen gefasst. Bei der letzten Abstimmung 2014 waren Großbritannien, die USA, Israel und Frankreich dagegen. Deutschland enthielt sich zum ersten Mal. Dabei machen Wissenschaftler seit dem Irakkrieg auf gesundheitliche Schäden durch DU-Waffen aufmerksam. Britische und amerikanische Truppen hatten dort geschätzt 30 Tonnen Uranmunition verschossen. Die Krebserkrankungen und Missbildungen steigen in der Region seitdem ungewöhnlich an. Die Bundesregierung ist ja eigentlich sehr zwiespältig, würde ich sagen. Sie sagen ja dann immer als erstes, wir setzen selber keine Uranmunition ein. Von daher ist das für uns eben kein Problem. Andererseits verweisen sie auf die WHO, die alle Welt natürlich als unabhängige Organisation wahrnimmt. Das ist natürlich ein ziemliches Problem, aber ich kann nur darauf zurückkommen. Also solange WHO eher im Rahmen der NATO und der westlichen Länder agiert, die den Einfluss haben und die diese Waffen auch einsetzen, brauchen wir ganz andere Auseinandersetzungen. Auch in der Genfer Zentrale sind Nachfragen zu DU-Munition nicht erlaubt. Über Monate bitten wir um ein Interview mit Generaldirektorin Margaret Chung. Ohne Erfolg. Mehr als 30 E-Mails gehen hin und her, bis wir die Zusage für ein Interview mit Pressesprechern und Experten bekommen. Kurz vor dem Dreh teilt man uns dann jedoch mit, keine Fragen zu DU-Waffen. Schon die einfache Frage, wie viel Geld die Abteilung für die Erforschung gesundheitlicher Folgen von Radioaktivität habe, beantwortet Pressesprecher Gregory Hartle nicht. Ich habe dazu keine Zahlen. Sie können also nicht sagen, wie viel Geld für jede Abteilung gezahlt wird? Nein. Der Pressesprecher verweist darauf, dass zurzeit eine Studie zu den gesundheitlichen Folgen uranabgereicherter Munition läuft. Ich kenne die Details nicht. Sie schauen eher auf die unterschiedlichen Arten von Strahlung als auf den Ort. Aber das kann ich nicht genau sagen. Woran liegt es, dass die WHO das Thema DU-Waffen scheinbar ignoriert? Warum hat sie an dieser Stelle offenbar einen blinden Fleck? Die WHO ist eine recht träge Organisation, aber auch dadurch bedingt, dass sie abhängig ist von ihren Mitgliedstaaten. Und erst wenn die Mitgliedstaaten diesen politischen Willen haben in ihrer Mehrheit und vor allem die Mächtigen, die großen Geldgeber, und das sind in diesem Fall eben vor allem Staaten, die selber Atomenergie betreiben, erst dann wird sich auf der WHO-Ebene was tun. Die Mehrheit der finanzstarken Mitgliedsländer hat eher ein Interesse, die Folgen von radioaktiver Strahlung zu verharmlosen. Sie setzen auf Kernenergie. Zudem gibt es ein fragwürdiges Abkommen zwischen der WHO und der Internationalen Atomenergieorganisation. Eine der Kritikerinnen ist Corinne Lepage. Das ist ein Vertrag, der es der WHO verbietet, über mögliche Folgen von Atomkraft zu sprechen oder sich dafür zu interessieren.
egal ob in der militärischen oder in der zivilen Nutzung. Dafür braucht sie erst grünes Licht der IAEO. Das ist extrem schlimm, weil es bedeutet, dass man die öffentliche Gesundheit und damit die gesundheitlichen Folgen der Atomkraft den Interessen der Atomindustrie unterordnet. Der Vertrag wurde 1959 geschlossen. Die IAEO kann auf dieser Grundlage verlangen, dass man Forschungsergebnisse, die für ihre Interessen von Nachteil sind, vertraulich behandelt. Das Ziel der Organisation ist es, die Atomenergie zu fördern. Sie finanziert sich aus den Mitgliedsbeiträgen der Länder. Freiwillige Spenden an die IAEO werden nicht komplett veröffentlicht. Der Vertrag zwischen WHO und IAEO von 1959 ist zum einen ein ganz normaler Vertrag, wie er zwischen allen UN-Organisationen verabschiedet wurde. Im konkreten Fall von WHO und IAEO ist es allerdings ein Knebelvertrag. Die WHO hat ein Interesse, die gesundheitlichen Folgen von krankmachenden Industriegiften, sage ich jetzt mal, zu untersuchen, unabhängig zu untersuchen. Und die IAEO hat in ihrer Präambel stehen, dass sie die weltweite Nutzung der Atomenergie fördern möchte. Und da ist ganz klar ein Interessenskonflikt, denn die Atomenergie ist ein krankmachender Stoff, eine krankmachende Industrie. Und die WHO wird durch diesen Vertrag daran gehindert, unabhängig dazu zu forschen. Bei der WHO sieht man den Widerspruch nicht. Diese Vereinbarung ist wirklich aus einer anderen Zeit. Sie hat keine Bedeutung. Bei wichtigen Sitzungen nehmen wir gegenseitig daran teil. Die IAEO arbeitet zum Beispiel daran, die nuklearen Einrichtungen sicherer zu machen. Und ganz offensichtlich, je sicherer die sind, desto weniger bedrohen sie die Gesundheit. Das ist dann interessant für uns. Aber die Bewertung gesundheitlicher Folgen von Strahlung machen wir allein. Bereits 2011 forderten die Grünen die deutsche Regierung auf, bei der nächsten WHO-Versammlung darauf hinzuwirken, den Vertrag mit der IAEO zu beenden. Die Anfrage wurde abgelehnt. Die Begründung? Es gebe eine Vielzahl dieser Abkommen. Für die Bundestagsabgeordnete Sylvia Kotting-Uhl liegt das Problem aber nicht nur in dem Vertrag. Die WHO hat in diesem Bereich, was jetzt wissenschaftliche Arbeit zu Exposition, zu Schäden aufgrund von Strahlung betrifft, gar nicht genügend Mittel, um sich da unabhängig von der IAEO zu bewegen. Also es wäre sozusagen zwei Schritte. Zum einen muss man diesen Vertrag kündigen international und man muss dann die WHO an der Stelle entsprechend ausstatten. Im April 2016 forderte Sylvia Kotting-Uhl die Bundesregierung ein zweites Mal auf, sich für die Unabhängigkeit der WHO einzusetzen und reichte ihre Anfrage im Umweltausschuss ein. Ein Erfolg wäre, wenn wir eine Zusage bekommen, dass einzelne Punkte davon behandelt werden. In Deutschland ist der Atomausstieg inzwischen Konsens. International hält sich die Bundesregierung bei dem Thema jedoch zurück. In Frankreich finden Ansätze für einen Atomausstieg keine Mehrheit. Die Bevölkerung steht hinter der Energiepolitik der Regierung. Man muss verstehen, dass die Atomindustrie in Frankreich extrem mächtig ist. Und trotz all der Schwierigkeiten, die sie hat, man wird über die Frage der Gesundheit auch demnächst nicht diskutieren. Vielleicht könnte ein grüner Abgeordneter im französischen Parlament die Initiative ergreifen, aber ich bin mir sicher, das hätte keine Chance. Eine halbe Stunde hat die Diskussion des Umweltausschusses gedauert. Die Anfrage der Grünen zum fragwürdigen Verhältnis zwischen WHO und IAEO wurde abgelehnt. Im Moment ist man immer etwas frustriert, vor allem ob der Argumentation. Also auch das Bundesumweltministerium war ja da und hat das alles abgewehrt. Der Vertrag zwischen der Weltgesundheitsorganisation und der IAEA sei sinnvoll und richtig. Dann denke ich immer erstmal, oh weia, es kann nicht wahr sein. Aber im Kern lohnt es sich ja. Also ich denke immer dabei,
auf der Folie Atomausstieg. Das fing genauso an. Niemand hat je für möglich gehalten, dass man einen Atomausstieg erreicht. Und einfach durch das beständige Setzen des Themas immer wieder zu bringen, ist es eines Tages so da. Wie es immer so schön heißt, Politik ist das Bohren dicker Bretter. Auch das ist ein dickes Brett. Wir haben jetzt wieder ein bisschen gebohrt und irgendwann ist man dann durch. Der 26. April 1986. In Tschernobyl passiert das Undenkbare, der Super-GAU. In einem ukrainischen Atomkraftwerk kommt es zur Kernschmelze. Radioaktiver Staub verbreitet sich in ganz Europa. 30 Jahre sind seitdem vergangen, doch auch noch heute kämpfen Mensch und Natur mit den Folgen. Anatoli Kolyadin wohnte damals mit seiner Familie in Pripyat, nur 4 Kilometer von dem Reaktor entfernt. Heute führt Anatoli Touristen über das Gelände und erzählt, wie alles kam. Oft geht er dann in seine alte Wohnung. Anatoli arbeitete im Reaktor, auch am Tag des GAUs. Wie gefährlich das war, ahnte er damals nicht. Als es den Menschen schlecht ging, mit Schwindelgefühlen, Erbrechen, wurde klar, dass sie mehr als 100 Röntgen abbekommen haben. Wir hatten in den ersten Tagen aber noch nicht mal einen Geigerzähler. Die Bevölkerung wurde über die Gefahren der Strahlung nicht informiert. Erst eine Woche nach der Explosion begannen weiträumige Evakuierungen. Anatoli ist heute arbeitsunfähig. Dennoch, er hatte Glück. Er überlebte. Viele seiner Kollegen und Freunde sind gestorben. Doch über die Zahl der Betroffenen gibt es große Kontroversen. Und auch darüber, wie die Zahlen erfasst wurden. Nur die Menschen, die in einem bestimmten Krankenhaus für Strahlenopfer gestorben sind, nur die wurden gezählt. Die restlichen Leute haben alle eine falsche Diagnose bekommen. Dieses System, die Opfer so zu erfassen, ist eklig, ungerecht und falsch. Anatolis Aussagen werden durch viele Wissenschaftler bestätigt. Inzwischen weiß man, dass die Regierung der ehemaligen Sowjetunion die Opferzahlen manipulierte. Ein verlassener Kindergarten, wenige Kilometer vom Reaktor entfernt. Noch heute spürt man hier das Ausmaß der Katastrophe. Laut Kritikern habe nicht nur die UdSSR, sondern auch die WHO die Opferzahlen beschönigt. Nach neuesten Erkenntnissen leiden durch Tschernobyl mehr als 11.000 Menschen an Schilddrüsenkrebs. Aber wir können nicht sicher sein, dass diese 11.000 Krebsfälle auch wirklich durch Tschernobyl verursacht wurden. Zahlreiche Studien dokumentieren, dass die Schäden höher sind. Wie der Torch-Bericht, der von den europäischen Grünen in Auftrag gegeben wurde. Danach gäbe es durch Tschernobyl bis zu 60.000 zusätzliche Krebstote. Das Kinderkrankenhaus wenige Kilometer entfernt von Kiew. Hierher kommt die dritte Generation der vom GAU betroffenen Menschen. Kinder, die damals noch nicht einmal geboren waren. Meist leiden sie unter Schilddrüsenkrebs. Professorin Bojarskaja leitet das Krankenhaus. Oft fühlt sie sich allein. Die Ukraine befindet sich im Krieg. Von Tschernobyl-Opfern möchten die meisten nichts mehr hören. Man hat andere Sorgen. Das kann die Medizinerin sogar nachvollziehen. Sie ist der Meinung, dass die WHO die Auswirkungen des GAUs verharmlose. Ich habe großen Respekt vor der WHO. Aber wenn die Mitglieder der Organisation hierher kämen, um hier mal 5 Jahre zu leben, dann würden sie ihre Meinung ändern. Natalia Borowik will heute ihre Tochter Alina untersuchen lassen. Sie selbst war 8 Jahre alt, als der Reaktor in Tschernobyl explodierte. Natalia verließ die Region erst 5 Jahre nach dem GAU. Inzwischen musste ihre Schilddrüse entfernt werden. Meine Augen lassen sich nicht heilen. Sie sind auch nicht an der Stelle, an der sie eigentlich sein sollten. Sie sehen irgendwie anders aus.
Ich habe ständig das Gefühl, dass alle mich deswegen anschauen. Das bedrückt mich jeden Tag sehr. Bei meiner Hochzeit war es richtig schlimm. Wir haben auf dem Fest Fotos gemacht und Videos gedreht. Hinterher konnte ich mir die aber nicht einmal anschauen. Ich musste bei dem Anblick der Aufnahmen ständig weinen. Alina scheint gesund zu sein. Ihre Mutter lebt jedoch mit der ständigen Angst, dass auch ihre Tochter erkranken könnte. Mhm. 30 Jahre sind vergangen. Doch rund um Tschernobyl sind auch heute noch viele Lebensmittel verstrahlt. 5 Millionen Menschen leben in der Ukraine und in Weißrussland nach wie vor auf verseuchtem Boden. Oleg und Serhii sind in Iwankiw geboren. Große Sorgen macht den beiden der Wald. Immer mehr Fläche wird abgebrannt, obwohl er kontaminiert ist. Die Menschen atmen daher heute noch radioaktiven Rauch ein. Und mit der Asche düngt man die Felder, sodass strahlende Partikel auch in das Gemüse gelangen. Die Menschen werden unvorsichtig. Würde zumindest die WHO stärker vor den Gefahren warnen, wäre die Aufmerksamkeit vielleicht größer. Oleg ist sich sicher, die Bewohner werden durch Tschernobyl auch heute noch krank, so wie seine Tochter. Meine ältere Tochter ist 27 Jahre alt. Momentan liegt sie im Krankenhaus. Ich erwarte ein Enkelkind. Meine Tochter ist im Krankenhaus. Weil sie das Kind nicht austragen kann. Seit Tschernobyl stellen Ärzte aus der Region eine erhöhte Zahl von Totgeburten fest. Sie meinen, dass dies eine Folge der Strahlung sei. Beweisen lässt sich das nicht. Der Friedhof von Iwankiw wurde vor 30 Jahren angelegt, kurz nach der Reaktorkatastrophe. Serhii ist eigentlich Physiker. Inzwischen ist er aber hauptberuflich als Dorfvorsteher tätig. Wir kennen die Politik der WHO, der IAEO. Und auch die ukrainischen Politiker leugnen, dass die Auswirkungen von Tschernobyl so groß sind. Kommt hierher und zählt die Gräber der letzten 30 Jahre und setzt die ins Verhältnis zu den 10.000 Bewohnern. Das ist die wissenschaftliche Antwort darauf, dass Tschernobyl angeblich keinen Einfluss auf die Menschen hat. Es scheint, als wolle die WHO die Situation nicht aufklären. Ihre Analyse ist schwer nachvollziehbar. Wichtiger ist, dass wir viel mehr Beispiele für psychologische und soziale Folgen finden als an Krebserkrankte. Das ist bei weitem die stärkste Konsequenz des ganzen Vorfalls. Die Menschen wurden umgesiedelt und litten unter den wirtschaftlichen und unter den sozialen Veränderungen, weil sie ihr Zuhause verlassen mussten und ihr Leben wirtschaftlich ruiniert wurde. Auch die Unsicherheit, nicht zu wissen, ob man durch Tschernobyl krank geworden ist, kann einen auffressen. Sicher hat die Katastrophe auch psychosoziale Folgen. Doch das erklärt nicht die ungeheure Zahl der Krebserkrankungen. Genf. Vor dem Haupteingang der Weltgesundheitsorganisation demonstrieren auch heute wieder die Mitglieder der Nichtregierungsorganisation Independent WHO. Die Soziologin Alison Katz war 18 Jahre lang Mitarbeiterin bei der Genfer Behörde. 2017 werden es 10 Jahre sein, dass wir hier jeden Wochentag von 8 bis 6 Uhr stehen. Für Alison Katz ist klar, den WHO-Aussagen zu Fukushima und Tschernobyl kann man nicht glauben. Die gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl oder anderen nuklearen Aktivitäten, egal ob militärische oder industrielle, sind einfach nicht bekannt. Sie sind der Öffentlichkeit nicht bekannt, weil es eine Vertuschung der gesundheitlichen Folgen auf höchster Ebene gibt.
Sie sind nicht bekannt, weil jede negative Information über gesundheitliche Folgen für die Nuklearindustrie sehr bedrohlich ist. Die WHO sollte unabhängig handeln. Sie ist unser oberster Gesundheitshüter und muss von der Atomindustrie unabhängig sein. Sie ist es aber nicht. 2003 weckte das von der IAEO und WHO gemeinsam organisierte UN-Tschernobyl-Forum große Hoffnungen. Man versprach sich Aufklärung. Kritiker bemängeln, dass damals wie heute wissenschaftlich unseriös gearbeitet wurde. Die Folgen des Gaus seien verharmlost worden. Die Daten, die Rohdaten sind da, aber man möchte möglichst diese Akte Tschernobyl schließen. Man möchte dieses Kapitel abschließen, auch damit die Atomindustrie nicht unter diesem Makel Tschernobyl weiter leidet. Denn es ist ein großer Makel. Aus vielen Fehlern, die während des Gaus und danach gemacht wurden, hätte man lernen können, auch die WHO. Doch das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Japan im März 2011. In drei Reaktoren des Atomkraftwerks Fukushima kommt es nach schweren Erdbeben zur Kernschmelze. Auf so einen GAU bereitete sich Keith Beaverstock für die WHO über Jahre vor. Mit den Erfahrungen aus Tschernobyl plante der Wissenschaftler Erstmaßnahmen und Evakuierungspläne. Anscheinend umsonst. Die WHO war Teil eines internationalen Gremiums, das von der IAEO geleitet wurde und das nicht funktionierte. Es funktionierte einfach nicht. Die IAEO war am Montag, europäischer Zeit, noch nicht einmal vor Ort. Bei einem Unfall, der am Freitag, japanischer Zeit, passierte. Die WHO war auch nicht da. So gingen 4 Tage verloren. Es hätte einen Unterschied gemacht, wenn man den so sorgfältig eingeübten Notfallplan angewandt hätte. Die noch mit Keith Beaverstock entwickelten Maßnahmen sahen vor, direkt mit unabhängigen Strahlenmessungen zu beginnen. Die IAEO gibt an, dass die japanische Regierung das verhindert habe. Dabei wären Messungen wichtig gewesen, um die Belastung der Menschen und das Ausmaß der Katastrophe richtig einschätzen zu können. Eigentlich müsste die WHO spätestens jetzt unabhängige Untersuchungen veranlassen, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden, im Sinne der Gesundheit aller Menschen zu handeln, wissenschaftlich haltbar und neutral. Das, was zurzeit in Japan passiert, dass man die Aufarbeitung der Atomkatastrophe der Atomindustrie letztlich überlässt, das ist so, als ob man Philip Morris die Aufarbeitung der gesundheitlichen Folgen von Tabakrauch überlassen würde. Es kann einfach nicht sein, dass man sich auf die Expertise der Atomlobby verlässt, wenn man sich die gesundheitlichen Folgen eines Supergaus wie in Japan oder in der ehemaligen Sowjetunion anschauen möchte. Die WHO stützt sich nicht nur auf die Informationen der IAEO, es gibt auch auffällig viele personelle Überschneidungen zwischen den beiden Organisationen. So fand die Ärzteorganisation gegen Atomkraft heraus, dass an dem WHO-Bericht zu Fukushima gleich 7 Mitarbeiter der IAEO beteiligt waren. Das Ergebnis? Außerhalb der am stärksten betroffenen Gebiete seien keine erhöhten Krebsraten zu erwarten. Lediglich die Schilddrüsenerkrankungen würden leicht ansteigen. Unabhängige Experten halten die Aussagen für eine Verharmlosung. Die Japaner führen extrem viele Screenings durch. Und sie haben sehr viel Schilddrüsenkrebs gefunden. Ein Teil ist sicher durch Fukushima entstanden, aber einen Teil hat man nur gefunden, weil man gesucht hat. Der, der sucht, wird finden. Und so hat man viel mehr gefunden. Die Menschen werden auch geröntgt, wenn sie gar nicht betroffen sind. Und auch wenn sie nicht in der Gefahrenzone von Fukushima leben. Jeder wird geröntgt. So findet man also viele Zysten oder bösartige Wucherungen, die sonst nicht gefunden worden wären. Es ist also ein großer Nutzen für die Bevölkerung, dass sie diese Screenings bekommen. Einen Screening-Effekt gibt es tatsächlich. Experten weisen jedoch darauf hin, dass der auffällige Anstieg der Erkrankungen damit nicht zu belegen sei.
Fukushima zeigt, die WHO ist bei einem GAU anscheinend nicht unabhängig handlungsfähig. Auch in Zukunft ist sie im Katastrophenfall offenbar von der jeweiligen Regierung und der IAEO abhängig. Die Forderung an die WHO in einer Situation wie nach Fukushima ist ganz klar, als unabhängige Instanz die gesundheitlichen Folgen dieser Atomkatastrophe ganz neutral und ohne Einfluss der Atomindustrie, die das Ganze ja zu verantworten hat, zu untersuchen. In Bezug auf Atomkraft wird sich bei der WHO wohl nichts ändern. Doch in anderen Bereichen gibt es inzwischen Reformansätze. Katastrophen wie Ebola sollen effizienter gemanagt, Spenden transparenter eingesetzt werden. Und die Gehälter von Mitarbeitern dürfen nicht mehr aus privaten Mitteln bezahlt werden. Ob das reicht, um den Einfluss der Industrie einzudämmen, bleibt offen. Es wäre möglich, dass die WHO den Betrag, den sie von jedem Spender bekommt, deckelt, sodass nicht ein einziger Spender zu viel Einfluss hat. Jetzt zu erkennen, dass es bedeutsam ist, eine solche Organisation zu haben, die weltweit sich um Gesundheit und über die grenzüberschreitenden Probleme vorab zu kümmern, ist, glaube ich, von großer Bedeutung. Das ist eine internationale Frage. Wir brauchen definitiv eine Organisation wie die WHO. Wir brauchen eine WHO, die sich für das Gemeinwohl einsetzt. Die wichtigste Forderung, eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, konnte die WHO noch immer nicht durchsetzen. So wird sie wohl auch in Zukunft nicht wirklich unabhängig sein können.